Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einer neuen Let's Play-Folge zu Horizon Forbidden West. Mit unserer Level 16 Heldin Aloy steuern wir gerade die nächste Einrichtung an, und zwar die Einrichtung für die Unterfunktion Aether. Aether benötigen wir nämlich für den Gaia-Kern, und da müssen wir jetzt verschiedene Unterfunktionen einsammeln, und eine davon, wie gesagt Aether, ist jetzt die nächste, die wir ansteuern werden. Und ja, schauen wir mal, wie das Ganze funktionieren wird, ob das ähnlich aufgebaut ist wie die erste Unterfunktion, also die erste Einrichtung für die erste Unterfunktion. Und ja, wir schauen einfach mal rein. Viel Spaß mit der Folge. Wir beginnen jetzt. Jetzt habe ich ziemlich oft Unterfunktion, Einrichtung und Aether und keine Ahnung was gesagt. Genau. Und warum wir aber... Ach, da ist auch so ein Schlosssymbol, sehe ich gerade. Weil da hatte ich mich nämlich gefragt, warum kann ich auf diesen Langhals noch nicht steigen? Die Antwort habe ich immer noch nicht. Aber zumindest habe ich den Beweis, dass ich endlich drauf klettern kann, weil da auch so ein Schlosssymbol ist. Warum auch immer. Oh, falsche Waffe. Okay. Sachen herstellen. Jawohl. Ja, würde ich Level 17 noch erreichen, bevor ich dann in die Einrichtung komme, wäre natürlich geiler gewesen. Aber wir wollen jetzt mal nicht so künstlich leveln. Doch, wollen wir schon. Aber nur auf dem Weg dahin. Oh. Ein Grünglanz. Ich Glückspilz. Ich Glückspilz. Ich nähere mich Aethers Standort. Gaia sagte, er wäre in einer Art physischen Prozessor. So, also, die können wir auch mal mitnehmen. Einen werde ich jetzt wahrscheinlich dann direkt so erledigen. Einer wird dahin laufen. Den anderen hole ich mit dem... Ah, Säureangriff kann ich ja so nicht machen. Ja, die machen wir mal ohne die Tools, glaube ich. Ja, die machen wir mal so. Weil der schon fast so tot ist. Ah. Geh mal nicht auf meine Kralle. Ja, der andere. Jawohl. Oh, hat jetzt bei dem nichts viel gebracht. Für ein kritischer Schlag. Sauber. Einer down. Der nächste ist auch noch down. Weg da! Kann ich weg! So. Okay, sind wohl andere. Was haben wir nochmal für eine Schwäche gehabt? Jawoll! Sauber, Vollkörper. Sauber! Der letzte. Das sind ja gar nicht die Dornrücken gewesen mit der Säure. Oder wo, bei welchen war das nochmal, dass die Schockfalle auch gut Wirkung gezeigt hat? Und die Säurefalle. Dann sehen sich zum Teil ähnlich. Diese stierartigen. Ich kann das dann nie so richtig einschätzen. Ja, nun die Bären immer mal mit. Immer gut, einen Vorrat zu haben. Das sind jetzt... Ach, Feuerdornrücken sind das, okay. Oh,
kann ich nicht einsammeln, hinter dem Felsbrocken geglitscht. Boah, wie sich aber auch die Biome ändern, oder? Also immer so verschiedene Locations, finde ich richtig cool. Es bietet ja extrem viel Abwechslung. Ich habe jetzt, seitdem ich Horizon spiele, gefühlt 6, 7 verschiedene Biome entdeckt. Oder durch 6, 7 verschiedene Biome gerannt. Dichte Wälder, Wüsten, generell trockene Felsgebiete. Dann haben wir, ach, alles. Allein diese ganzen Einrichtungen, die dann so mehr so menschenähnlich sind, so mit Technik. Dann diese Küsten. Ach, Berge, Grün, alles. Also alle möglichen Farben und Wetterbedingungen und Oberflächen mitgenommen. Sehr, sehr gut gemacht. Bietet sehr viel Abwechslung. Eine alte Ruine, die Open World fühlt sich sehr, sehr, sehr gut an. Fühle ich extremst, Leute. Wirklich. Mich umzusehen wird nicht einfach, wenn überall alte Nacktkrieger sind. Okay. Ist die richtige Quest markiert? Stufe, ja. Der zerbrochene Himmel. Ah. Das war das. Okay. Muss es gegen die kämpfen? Nö. Regalas Truppen erscheinen jetzt vielleicht stark, aber... Ihre Maschinen töteten meinen ganzen Trupp. Vergiss nicht die Visionen. Die Alten wählten ihren Kampf nicht. Dennoch blieben sie standhaft. Sie wankten nicht. Und wir auch nicht. Blut der Zehn. Blut der Zehn? Du bist gekommen. Du weißt, wer ich bin? Oh, die Kriegerin mit dem Haar wie Feuer, die Regalas Champion in Fahrlicht besiegt hat? Ja, du bist uns bekannt. Also meine Haare scheinen sehr wertvoll zu sein. Kaplanin des Tiefland-Clans. Alle stehen total willst drauf. Du zu Häuptling Hikaru? Nicht ganz. Ich brauche etwas von hier. Was immer du brauchst, wird der Häuptling erfüllen. Komm. Eine Komm der mit Visionen, mir. Die du erwähnt hast? Ich gebe dir Äther. Die Berichte der Zehn. Ich zeige sie dir, wenn du magst. Auf dem Weg zum Häuptling. Na schön. Okay. Gehen wir zur Häuptling. Zu Hikaru. Er ist im Thronsaal, am Ende des Hains. Komm. Sei willkommen in den Berichten der Zehn. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich so herzlich willkommen bin. Wehe, du verarsch mich, ne? Weißt du, was ich mit dir anstellen kann? Hallo, ich rede mit dir. Hallo. Hallo. Okay. Defekt. Holo-Projektor aktivieren. Die ganze Wahrheit ist für uns verloren. Es ist die Pflicht eines Kaplans, die Visionen zu deuten. So gut wie möglich. Klappt irgendwie nicht. Was? Die Zehn waren treue Soldaten, die zusammenarbeiteten und ihre gemeinsamen Pflichten teilten. Als es Zeit für den Kampf war, stiegen sie in den Himmel auf und erlangten schnell Ruhm. Das Problem ist, solange sie redet, kann ich jetzt erstmal nichts machen. Ich kann auch meinen Fokus nicht aktivieren. Finde ich irgendwie komisch, dass ich das nicht machen kann, solange sie redet. Okay, Datenpunkt. Boah, hier gibt es einiges. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Regionen über jede Höhe.
Ja, da wird immer so eine Szene abgebildet. Aber sehr, sehr schlecht, weil da eine Signalstörung ist. Und dann gibt es immer noch mal so einen Sprecher, der irgendwas zu diesem Bild sagt. Du lässt sie unbesiegbar klingen. Und sie dann auch, wahrscheinlich. Sie kommentiert das auch nochmal. Visionen erzählen uns von ihrem Mut und ihrer Stärke. Etwas, das unsere Soldaten anstreben. Der Himmelsklan verehrt besonders diese hier. Sie lassen sich in den Bergen nordwestlich von hier. Guckt euch mal die Fußabdrücke an. Krass. Jedes Mal frage ich mich, ob diese optionalen Quests auch zusätzliche Erfahrungen bringen. Also wenn ich die miterledige, ob ich dann belohnt werde mit mehr Loot, mehr Erfahrung. Gegen ihren Feind in einem lebensfeindlichen Gebiet. Überraschenderweise hatten sie Erfolg. Der Wüstenclan folgt ihrem Beispiel. Du musst ihr Gebiet auf dem Weg hierher durchquert haben. Ja. Sie klingen ein bisschen extrem. Das wäre für Sie ein Kompliment. Okay, hier geht's wahrscheinlich weiter mit der Quest. Das Optionale sind dann noch diese ganzen Hologramme. Soldaten in einem Dschungel. Waren das die Zehn? Ja, sie wussten das Dickicht des Dschungels zu nutzen, um den Feind abzulenken. Was war das nochmal für ein Symbol? Abzupassen. Vor einigen Generationen nahm mein Tiefland-Clan sie als Vorbild, als sie den Dschungel um sich erobern. Okay, hier habe ich nichts mehr. Noch das Teil hier einsammeln. Alter. So, was war denn jetzt mit dir? Rede mit Untala. Eine Aufnahme der alten Welt? Diese Kiste spricht mit den Stimmen der Alten. Aber jetzt ist da vor allem Lärm. Ich seh's mir mal an. Woher hast du das? Wir haben sie von einer Osseram-Stöberin. Sie wollte sie und andere Artefakte aus dem Tenakt-Gebiet stehlen. Die anderen wollten sie mit ihr im Sand begraben. Aber dann habe ich die Stimmen gehört. Tja, die Daten hier sind schwer beschädigt, aber... Delta Juliet 9, Feuer frei zum Angriff auf den Schwarm. Bleibt man heil. Verstanden, wir besorgen Zero Dawn die nötige Zeit. Delta Juliet 9, Ende. Die Stimmen der Krieger aus der Vergangenheit. Und diese Osseram wollte sie für Scherben verkaufen. Die Tapferkeit so komische der Zehen darf nicht Bemalung, vergessen ne, werden. Ich bin nicht sicher, was du mit den Zehen meinst. Diese Stimmen kamen aus der Und Aloy hat in Teil 2 auch so rote Wangen noch bekommen. Eine war in Teil 1 ich noch nicht so. Darüber erfahren, wenn ich die anderen Kisten sie hat sich vom Gesicht auch so ein bisschen verändert. Diese Stöberin sagte, dass es in ist natürlich die bessere Grafik, dass man alles detaillierter sieht, aber sie hat so rote Wangen bekommen. Sie sagt, sie wüsste, wie man sie findet. Ja. Oder sie schämt sich hier einfach deutlich öfter. Die Kiste mit den Stimmen sendet ein Ortungssignal aus. Damit könnte ich die anderen finden. Wenn du das schaffst, bring sie wieder her. Ich sorge dafür, dass sie mit Respekt behandelt werden. Welche Opfer diese alten Soldaten auch gebracht haben, wir werden sie würdigen. Habe ich jetzt eine Nebenmission angenommen? Ich gehe Wenn dann mal. Wenn ich mehr dieser Aufnahmen finde, bringe ich sie zu dir. Ah nee, das ist keine richtige Nebenmission, sondern einfach nur... Ah doch. Nee, neues Sammelobjekt, Flugschreiber. Okay, ich kann einfach nur so Items für sie sammeln und dann hierher bringen. Das ist jetzt keine direkte Nebenmission. Weil ich denke, wenn ich es jetzt nochmal anspreche... Hörst du dir diese Stimmen an? Oh, nein. Die anderen, die Osseram-Stöberin gekriegt haben, haben auch die Stimmen der alten Krieger gehört. Sie haben es rumerzählt. Und jetzt sprechen sehr viele über sie. Soldaten interessieren. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal mit dir spreche? Außer, dass das jetzt sagt. Ah, ne, ich gehe dann mal. Okay. Ich melde mich, wenn ich mehr... Okay, das ist ja schon... Weil bei solchen Symbolen habe ich auch immer irgendwie das Gefühl, dass sie noch mal so eine
so eine Handelsfunktion haben, dass man da irgendwas kaufen, umtauschen kann. Aufnahmegeräten finden. Das sollte mir helfen, andere zu finden, die noch da draußen sind. Datenkonsole. Okay, wir können weiter. Da hätte ich noch ein Ding. Der Häuptling ist drinnen. Bist du bereit für ihn? Ich bin bereit. Gut. Jetzt muss ich mir erstmal einen Kampf beweisen, denke ich mal. Nein. Okay. Nur wie mache ich das? Ich sehe dich bald, Fremde. Hä? Die Retterin von Meridian. Es heißt, du hast Regalas Truppen vor Fahrlicht abgewehrt. Und ihren Champion Grodda besiegt. Im Zweikampf. Du redest ja auch mit Aloy, ne? Ich traf auch Verschaff dort. Er beschrieb dich als Ehrenmann und Krieger. Du Ehrenmann, du. Sein Tod ist ein schmerzlicher Verlust von vielen. Wir werden noch lange am Massaker an unseren Marschällen leiden. Doch wenn du uns jetzt deine Dienste anbietest, wäre das eine große Hilfe. Nein, ich will nicht für euch kämpfen. Ich brauche etwas aus diesem Keller. Etwas, das viele Leben retten wird, auch deins. Jetzt könnte er sich fragen, woher weißt Man du das? Man kann es zwar nicht sehen, aber es ist da. Ich habe es gesehen. Jetzt kenne ich deinen Preis. Nun nenne ich dir meinen. Meine Marschälle sind tot. Ich brauche einen Speer. Oh, oh. Ach, er will Stress? Hilf mir, meine Feinde zu besiegen. Oder? Und ich gewähre dir Zutritt zu der Kammer unten. Ich stehe nicht zum Verkauf. Ich bin keine Söldnerin. Ich will Leben retten, mehr als du zählen kannst. Ich zähle die Leichen getöteter Marschälle. Ich zähle noch hunderte Tenakt, deren Leben auf dem Spiel steht. Ich werde für sie kämpfen. Ich werde jeden töten, der den Frieden bedroht. Und du auch. Oh, oh. Wenn du möchtest, dass ich für dich die Tür zur Kammer unten öffne. Okay. Nach deiner Logik, was hindert mich daran, dich zu töten? Und zu nehmen, was ich brauche, um alle zu retten? Ich glaube, das ist ein Badass. Der wird mich ordentlich verprügeln. Vielleicht gelingt es sogar. Im Kampf. So oder so musst du kämpfen. Der wird nicht schwach. Mein Plan kann Regala und ihr Gemetzel vielleicht aufhalten. Gut. Was brauchst du? Mehr Marschälle, um den Stamm zusammenzuhalten. Dazu können Krieger nur ernannt werden durch einen Urteilskampf namens Kulhut. Ich habe einen Aufruf zum Wettkampf ausgesandt. Doch da Regala vorhat, mich zu untergraben, wird sie gewiss dort angreifen. Sie will mich vor den versammelten Clans töten. Und du willst mich als Leibwächterin? Nein. Du verteidigst die Kulhut. Doch, da ist noch mehr. Diese Gesichtsanimation und Details, Leute. Boah, guckt euch mal sein Gesicht einer an. Der Clans seine Kämpfer zu entsenden. Was mittlerweile mit Technik du möglich ist, nach ne? Norden. Unglaublich. Und zwinge Tecote, den Kommandanten des Himmelsklans, dazu, seine Besten zu schicken. Ich soll ihn zwingen? Tu, was immer nötig ist. Ich kann die Kulhut nicht mit nur zwei von drei Clans abhalten. Marschall Cotallo wird dir helfen. Er wurde im Fahrlicht verkrüppelt, aber er ist nicht nutzlos. Ich habe ihn nach Norden ins Dorf Steinquall geschickt. Triff ihn dort. Dann führt er dich zur Festung des Himmelsklans. Falls du Fragen zu deiner Mission hast, stelle sie jetzt. Wie viele Erfahrungspunkte kriege ich?
Ich stelle mir mal vor, wie dann Ella so behinderte Fragen stellt. Ich tue, was ich sage, ja, wie viele Erfahrungspunkte ich meine, wenn ich fragen darf. Ja, eine Frage hätte ich, wie viele Fertigkeitspunkte kriege ich? Ich werde mein Versprechen halten, wenn du Erfolg hast. Sprich mit Dekka, wenn du rausgehst. Sie wird dich für deine Reise ausrüsten. Okay, so einfach ist es mit Ether dann doch nicht mit der Unterfunktion. Ich dachte jetzt vielleicht einmal kurz mit ihm reden oder kämpfen, besiegen und dann in den Keller. Aber nee, ist nicht so. Oh, hier ist noch was. Nehmen wir natürlich mit. Hikaru sagte, du hast etwas für mich? Eine Waffe für deine Mission. Eine Waffe? Du brauchst sie auf dem weiten Weg nach Steinfall. Dort streifen viele Maschinen herum. Und unsere Späher melden Regalas Rebellen in der Gegend. Okay, was habe ich jetzt für eine Waffe bekommen? Rebellen. Beides nichts Neues für mich. Wie wahr. Geh nach Norden zu den Hügeln. Steige hinauf, bis deine Beine brennen und dir die kalte Luft in der Lunge schmerzt. Dann weißt du, dass du im Reich des Himmelsklans bist. Folge den Wegen der Zeit. Geile Beschreibung, gut zu wissen. Was? Spaltender Scharfschussbogen? Scharfschussbögen sind mächtige, äußerst präzise Fernkampfwaffen. Sie sind beim Abfeuern aus der Bewegung heraus weniger präzise und können nicht beim Gleiten verwendet werden. Nicht vergessen, feuere Elementpfeile und Kanister des gleichen Elementtyps zu sprengen. Rüsten wir natürlich sofort aus. Waffen. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Spulen bearbeiten. Was macht das? Erhöht die Chance, einen kritischen Treffer zu landen. Ja, machen wir mal. Ausrüsten. Dann nehmen wir mal, ja, das machen wir mal so. Abriss-Präzisionspfeile sind jetzt für einen deiner Scharfschussbögen verfügbar. Diese mächtigen Pfeile verursachen hohen Reißschaden durch einen Druckluftstoß. Verwende sie, um Rüstungsplatten von starken Gegnern zu entfernen oder nützliche Komponenten abzutrennen. Ach geil, extra jetzt Pfeile dafür bekommen, die nochmal fürs Abtrennen von Teilen ist. Yo. Da sieht man das sogar. Also meine normalen Pfeile, die ich standardmäßig benutze, haben halt, ich denke mal, das ist links, ist das Schaden, 30 Damage und 55 Abriss Damage, nenne ich jetzt mal, für die Bauteile. Während die anderen Pfeile bei 7, also normaler Schaden ist 7, ist ja fast gar nichts, aber 265 für Abriss. Und Präzisionspfeile sind auch nochmal stärker. Geil, aber nur 6 davon. Wenn ich Ether haben will, werde ich wohl mit Hikaru auskommen müssen. Ich sollte lieber. Dann gehen wir mal dahin. Das ist weit im Norden. Kotalo und Steinfall. Es geht schneller, wenn ich eine Maschine reite. Wenn ich eine Maschine reite. Joa, eigentlich hast du recht. Aber will ich das auch? Ich probiere es mal jetzt. Ist doch jetzt hier ein Feuerdornrücken, ist das wieder. Feuer bringt hier nichts. Also ich markiere mal die Teile. Und jetzt zum Abreißen. Okay. Oh, perfekt getroffen. Geil. Alter. Die Dinger sind sehr, sehr gut. Oh, ich habe nicht viele von denen. Und die Kosten fürs Erstellen ist auch so ein bisschen viel. Ich probiere mal so eine Falle. Komm her. Nein, dein Ernst? Er ist da echt ausgewichen. Komm hier, komm. Ah, braucht noch viel länger, um zu schießen.
Ja, voll. Geil. Wieder die geilen Fallen. Mit Reiten bin ich schneller, hat sie gesagt. Okay, aber sind denn hier irgendwo Stürmer? Oder kann ich hier jetzt schon so einen Reiter holen? So ein Reittier? Ich hatte doch mal hier so ein Symbol gehabt. Nee. Okay, wahrscheinlich muss ich dafür erstmal eine Maschine überbrücken. Dann kann ich diese Maschine rufen. Sonst ergibt das ja auch keinen Sinn. Och, wie das aussieht, Mann. Krass. Sieht auch absolut nicht nach Copy-Paste aus, ne? Absolut nicht. Was ist das denn für Wesen? Breitschlund, Level 15. Teil markieren, Teil markieren. Teil markieren, Teil markieren, Teil markieren. Okay. Und deine Schwäche? Schwach gegen, ist das Wasser? Okay, Zünder, Kettenreaktion ist mit Schock. Das machen wir mal. Wir nehmen jetzt mal die Schockpfeile. Weil wenn ich jetzt auf diese die Energiezellen schieße. Oh, was ist denn passiert? Hä? Warum geht das jetzt so ab? Ah, wo ist die Kettenreaktion? Wow, wow, wow. Scheiße, was führt nochmal zu dieser Kettenreaktion? Wow, 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 wow. Okay. Ach, dahinter. Okay, dahinter. Alter. Mein Gott. Ey, jetzt steh doch mal auf, ey. Okay, es fühlt sich gerade sehr, sehr schwach an, was ich mache irgendwie. Das sind so Nilpferde. Ich erkenne immer die richtigen Tiere daraus. Das sind doch so Nilpferde. Läuft keiner jetzt in meine Stolperdrahtfalle? Es läuft nicht keiner meine Stolperdrahtfalle. Lauf rein! Ich hätte aber noch nichts gebracht. Das Problem ist, wenn ich die scanne, ist es kaum Zeit zu reagieren. Einer ist tot, aber voll nicht satisfying gerade. Aber überhaupt nicht. Okay, mein Pfeilregen hat so ein bisschen gesessen. Okay, nochmal. Boah, in die Schnauze kann man auch schießen. Ist auch eine Schwachstelle. Alter. Das Ding zieht viel ab. Oh. Der hat aber nicht getroffen. Schwach gegen Wasser. Das Löschwasser. Löschwasser war's. Das ist das Zeichen. Komm, ich teste das jetzt mal.
gekommen. Jawohl. Das ist meine Chance. Ja. Jetzt mit Blitz. Da hieß es doch so. Da hieß es doch so mit Blitz dann. Oder nochmal so eine Falle. Mach mal noch eine. Komm. Aber war schon mal 300 Damage. Kann, hört sich, oder fühlt sich schon mal richtig an. Scheiße. Dann noch so eins. Hey, jetzt komm, komm. Komm jetzt. Alter. Lauf zu mir. Bam. Geil. Okay. Aber als ich das gerade gemacht habe mit dem Löschwasser, mit dieser Bombe, hat dann Aloy gesagt, so jetzt ist meine Chance. Meint es einfach nur so, so talkmäßig, ob das dir was sagt, oder war das wirklich meine Chance, um irgendeine Kettenreaktion dann herbeizurufen? Weil ich meine, in dem Hinweis stand auch, als ich das freigeschaltet habe zum ersten Mal, dass wenn man irgendwie mit Löschwasser irgendjemanden attackiert, dass man dann danach mit Blitz oder so irgendwas machen kann. Deswegen habe ich auch gleich die Schockpfeile genommen. Aber ein Satz mit X, das war wohl nix. Ich bin kaum weitergekommen. Okay, wir fliegen jetzt schnell weg. Was ist das denn für ein Wesen wieder? Level 22 Rollrücken. Ach du Scheiße, viele verschiedene... Viele verschiedene Maschinen gibt es hier in dem Spiel. Also geil, nicht dass ich mich beschweren will, aber... Der Wind hat sich gedreht! Der Tenakt-Soldat hat Ärger. Ich erledige dich! Jawohl, komm. Geh mir aus dem Weg! Oh, wow, 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 hey. Hey, Rollrücken! Stirb endlich! Und die Schwachstelle wieder getroffen. Jetzt zum Präzisionsfall. Boah! Knapp! Jetzt! Bam! 190 Damage, geil! Die Schwachstelle war dann wohl hinten. Aber warum laufen hier jetzt Level 22er Maschinen rum? Das verstaue ich für später. Bisschen unfair, Leute. Okay, das ist eine Nebenmission. Ja, nee, sorry. Ich kann deine Kameraden gerade nicht helfen. Mit den falschen Pfeilen geschossen. Boah, ehrlich gesagt vergesse ich jedes Mal die Waffentechniken jetzt vielleicht nicht, die verwende ich sogar noch. Aber ich muss sagen, an mir gehen so ein bisschen die Mutstöße vorbei. Ist das bei euch auch so? Also, die gehen bei mir voll unter. Nicht, dass die mächtig sind, also nicht, dass die nicht mächtig sind, sondern ich vergesse die mal einzusetzen, vor allem weil ich auch das Feedback nie spüre. Also selbst wenn ich so einen Mutstoß aktiviere, ich habe nie das Gefühl zu wissen oder zu fühlen, okay, ich habe gerade jetzt einen Mutstoß aktiviert und habe alles zerrissen. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum das so bei mir irgendwie noch so an mir vorbeiging, das Ganze.
Also die Daten werden schon wohl stimmen. Da steht ja, dass dann für die nächsten 5 Schüsse irgendwie 150% mehr Damage machen mit den Pfeilen. Aber genau, weil das so irgendwie nicht so klar ist mit den Mutstößen, dass auch nicht so an dem Bildschirm fett angezeigt wird, es fühlt sich halt nicht an wie so eine Superattacke, wie man das von anderen Spielen kennt, wo man so richtig merkt, das Spiel gibt dir das Gefühl, ey, jetzt ist deine Superattacke ready, zünde die und dreh nochmal das gesamte Spiel und zerstör alle Feinde. Hier ist das nicht so, hier aktivierst du das, sie bemalt sich da an den Wangen, alles cool gemacht so, aber das Feedback fehlt mir. Und genau weil das Feedback mir fehlt, habe ich auch nie den Drang, das einzusetzen, beziehungsweise vergesse das auch ziemlich oft. Auch so in brenzlichen Situationen, wo das ja eigentlich vielleicht vonnöten wäre, mal die Mutfähigkeit zu aktivieren, verschlafe ich die jedes Mal. Und schon wieder so ein neues Gebiet, so ein neues Biom, jetzt so mit Schnee und sowas. Also wer bei Forza Horizon, wollte ich sagen. Was geht mit mir denn ab? Also wer jetzt bei Horizon Forbidden West irgendwie meckert, die Open World ist nicht abwechslungsreich, dann weiß ich nicht, welches Open World Spiel der oder diejenige gespielt hat, wo es ein bisschen besser gemacht wurde. Weil ich glaube, es geht doch nicht mehr besser, oder? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wer ist Freund? Wer ist Feind? Hallo? Ich gehe mal weiter. Ey, stirb doch. Und ich konnte auch gerade gar keinen angreifen, ne? Die haben ein bisschen Stress untereinander gehabt. Da würde ich mich ungern einmischen. Ist nicht so meins, Stress. Ich habe genug Stress mit Maschinen. Keinen Schritt weiter. Geht nackt. Dulden keine Fremden in den Clanlanden. Ich habe Transitrecht von Marschall Verscharf. Ich will nicht kämpfen. Haare wie Blut. Das ist die Kriegerin, die Gruder besiegt hat. Das war aber echt fahrscharf. Es obliegt nicht uns, sie zu töten. Du darfst eintreten. Aber benimm dich. Du wirst beobachtet. Okay. Sorry. Das muss Steinfall sein. Gutallo sollte hier auf mich benimm warten. Benimm du dich mal. Aber vielleicht sehe ich mich erst mal um. Willst du nachher noch eine Runde spielen? Oh, okay. Also, hier haben wir jetzt wieder so ein Dörfchen. Dann Rohstoffe auffüllen. Okay, habe ich irgendwelche Upgrades? Quatsch nicht so viel. Ich will jetzt hier upgraden. Okay, hier kann ich Sachen kaufen. Lohnt sich das eigentlich hier zu kaufen, wenn das nicht so teuer ist? Oder soll ich die lieber mir basteln? Ne, ich kaufe die lieber nicht. Aber ich verkaufe meine Wertsachen. Zu verkaufende Wertsachen immer nochmal überprüfen, bevor ich was falsch mache. Verkaufen. Ja. Okay, meine Rohstoffe, bei denen brauche ich auch nichts. Gehen wir mal hier zur Werkbank. Waffen-Upgrades, wo kann ich denn hier Upgrades machen? Oh, meine Sprengschleuder. Upgrade. Geil. Geil. Okay.
Mein Scharfschussbogen kann ich auch upgraden. Jetzt nicht mehr. Es ist schon voll verbessert. Und hier geht's auch nicht mehr. Outfit Upgrades. Oh nee, das brauche ich nicht. Munitionsherstellung. Kann ich ja hier günstiger machen. So war das doch. Das darf ich niemals vergessen. Immer an den Werkbänken meine Munition herstellen. Und bloß nicht, bevor ich in so einem Dorf oder so bin, das dann irgendwie in meinem Inventar machen. Weil es halt echt günstiger ist. Ich verbrauche hier deutlich weniger Ressourcen dafür. Fallenherstellung. Das gleiche gilt auch für Fallen. Aber es ist halt alles ein bisschen teurer. Aber ich meine, wofür brauche ich es denn sonst? Die Fallen sind doch wichtig. Ich meine, da brauche ich jetzt nicht sparen, oder? Ich kann es ja einmal auffüllen, alles. Oh. Maschinenmuskel. Brauche ich dafür? Beutel-Upgrades. Jawohl. Heilende Beeren. Upgrade. Und hier noch. Präzisionspfeile. Kann ich auch alles verbessern. Ja. Machen wir mal hier die Munition. So. Okay, den Werkbank haben wir alles erledigt. Jetzt gucken wir nochmal hier kurz, ob ich hier wieder alles die Rohstoffe auffüllen kann. Habe ich auch. Okay, bei dir kann ich wieder kochen. Dazu kommen wir noch. Sage ich zwar jedes Mal, aber dazu kommen wir bestimmt wirklich noch. Aber ist halt zu dem jetzigen Zeitpunkt für mich noch zu teuer und ob ich es brauche, weiß ich nicht. Das ist das Spiel, das Schachspiel, nenne ich jetzt mal so. Wo ist denn die für Outfits? Das ist total. Was beobachtet ihr da? Lass mal hier Loot. Okay. Sie stammt von Marshall Versch. Ach, hier habe ich nochmal diese Tränke. Heilende Beere. Okay. Ja, ich muss auch mal hier ein bisschen switchen, diese ganzen Tränke. Was ich aber nicht ganz verstehe, anscheinend habe ich Tränke, die ich aber hier unten nicht angezeigt bekomme. Warum nicht? Ändern. Ich habe doch hier Tränke. Ach, ist nicht ausgerüstet. Ah. Alle unsere Marschälle tot. Okay. Ich sehe auch gerade, die waren nicht ausgerüstet. Hör mich kurz an, dann kann da war kein Häkchen drin. Aber nur für die Tränke hatte ich was. Komisch. Hast du hier ein Gerücht zu erzählen? Gerüchte anhören. Alle in den Clanlanden wissen, was du für mein Volk getan hast, Ostländerin. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Ich halte Augen und Ohren für dich offen. Hier passiert nichts, ohne dass ich davon erfahre. Ah, da fällt mir ein, man sagt, du wärst eine gute Kämpferin, Fremde. Aber ich frage mich, ob du dich gegen Arayo, einen der Trainer, am Bollwerk behaupten kannst. Ich kann mich durchsetzen, aber... Gegen alle. Es gibt immer etwas zu lernen. Einfach gegen alle. Schön gesagt. Besuch ihn, wenn du kannst. Wo ich ein bisschen Schiss habe, ist Donnerkiefer. Da bin ich ehrlich, da werde ich schwach. Neuer Kampflers Bollwerk. Ich kriege hier sehr, sehr viele Missionen. Habe ich hier nichts für Outfits? Nee, tatsächlich nicht. Fertigkeiten für meine Falle. Fertigkeitsstärkung und andere Effekte durch Nahrung wirken länger. Nahrung habe ich noch nie zu mir genommen. Aber... brauche ich, um die unteren Skills freizuschalten, deswegen nehme ich das. Ja, was soll's. Was soll's.
Okay. Wir machen in der nächsten Mission, wir machen in der nächsten Folge mit der Hauptmission weiter. Hier endet erstmal unsere Reise. Fürs Erste. Schauen wir mal. Ich überlege gerade, ob ich noch schnell was zum Abschluss machen soll. Ne, Fertigkeiten verteilt, Ausrüstung angepasst. Ne, habe ich nicht angepasst. Das wollte ich noch machen. Das wollte ich noch schnell machen. Und zwar, hier kann ich eine Spule jetzt einsetzen. Und ganz ehrlich, da verstärken wir mal unser Frost-Damage. Und irgendwo hatte ich doch noch was gehabt. Ne, da ist schon Blitz drin, hier ist Frost drin. Das passt alles. Wo war das denn? Irgendwo hatte ich doch jetzt zwei Slots freigeschaltet. Ne, aber da ist immer noch ein Schloss-Symbol. Hier auch. Nee. Geht nicht. Warum kann ich denn nicht zwei Spulen-Slots verwenden? Gehört bestimmt irgendeinem Fertigkeitsbaum an. Bestimmt. Überlebende. Ist das hier vielleicht irgendwo? Irgendwo wird es wahrscheinlich sein. Naja. Ja, das war's jetzt dann mit der Folge. In der nächsten Folge machen wir dann genau mit diesem Dude da hinten weiter. Quatschen wir mal an und schauen mal, was wir machen müssen, damit wir am Ende diesen Häuptling überzeugen, uns diesen in seinen Keller Zugang zu verschaffen, dass wir uns den Äther schnappen können. Okay, danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um mich zu supporten. Aktiviert die Glocke, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir treffen uns im Keller. Macht's gut, ich bin's, euer Face. Ciao.